Hallo und willkommen zurück bei Quintec. Im letzten Mal gab es ganz große, ganz furchtbare Probleme und ich musste Custom NPCs wieder entfernen und ich musste Optifine entfernen. Denn die Probleme, die ich hatte, sind irgendeine schräge Kombination aus Custom NPCs, Optifine, Jabba und noch ein paar anderen Mods. Und ich fürchte, der Krampf liegt tatsächlich bei Optifine und das bedeutet, ich habe jetzt wieder weniger Performance. Und man muss es einfach mal einsehen, ein großes Modpack wie Resonant Rise 3 eines ist, mit Mods, die Performance extrem schmälern, wie Tinker's Construct und Botania, die ich in der Original Resonant Rise 3 Serie, also in Pasty Ink, weggelassen hatte. Da kommt es mit einem Texture Pack und einer 60 FPS Aufnahme natürlich zu Rucklern und zu Stockern. Und deshalb habe ich jetzt hier deutlich schlechtere Performance als vorher, weil ich das Modpack nicht so angepasst habe und es einfach zu groß ist, um es in diesen Spezifikationen aufzunehmen. Ich werde es trotzdem tun. Es gibt nur eine kleine Planänderung. Das endgültige Ziel ist jetzt nicht mehr die Ohrverfünffachung, weil ich das von der Performance einfach nicht so spielen kann und das Pack ist einfach zu instabil. Wir werden jetzt versuchen, unser System noch zu Ende zu bauen und dann hat Quintec wahrscheinlich ein Ende gefunden und ich werde zusehen, dass ich für die 7. Staffel vom technischen Minecraft dann vielleicht ein kleineres Modpack finde und die technischen Staffeln vielleicht generell kürzer werden oder ich dann nur noch in eine spezifische Mod eintauche. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde, aber irgendwie so in der Richtung werde ich das wahrscheinlich machen. Auf jeden Fall waren wir beim letzten Mal dabei, den Cyclic Assembler hier zu verbinden. Und wir sehen jetzt schon, ich habe jetzt schon nur noch 50 Frames, obwohl ich nur hier hinten stehe. Wo ist der Unterschied zwischen hier hinten und da vorne? Also das Pack ist tierisch instabil, was die Performance angeht. Und ich habe echt Probleme, hier vernünftigen Inhalt zu erstellen. Und das ärgert mich etwas. Und ich möchte nicht, dass das so ist und so bleibt. Und deshalb werde ich diese Serie wahrscheinlich, vielleicht sogar nach dieser Aufnahme schon beenden. Cyclic Assembler, der erstellt den Zucker. Das heißt, das muss hier in das Vat rein. Okay. Das heißt, wir werden das mit dem Vat verbinden. Moment, muss noch ein bisschen weiter hoch. So, dahin und dahin. Wir sehen jetzt, wo Optifine weg ist, sind auch diese Item-Conduits nicht mehr ab und an unsichtbar. Also Optifine hat viele Probleme mit sich gebracht, Render-Probleme, aber hat dafür halt auch viel Performance mitgebracht. Und die Performance bringt Optifine eben dadurch, dass es Sachen anders rendert und das ist ein Problem, mit dem kommt Minecraft nicht so gut klar oder zumindest viele Mods kommen damit nicht so gut klar, wie wir ja gesehen haben, dass es dann immer wieder mal abstürzt. Und wie viele Leute auch richtig gesagt haben, das Problem, was ich nämlich auch hatte, dass es eben manchmal 5 Stunden vernünftig läuft, manchmal 5 Minuten und manchmal nur 5 Sekunden und ich weiß nicht so recht, woran das liegt. Der hat jedenfalls seinen Zucker bekommen, bin ich der Meinung und ja. Das hat gut funktioniert, wir haben jetzt mehr Nutrient Distillation bekommen. Das funktioniert also auch. Das haben wir also mehr oder weniger automatisiert? Nee, noch nicht. Noch nicht, wir müssen dann nämlich hier noch den Zucker reinbringen. Das heißt, wir müssen draußen von der Farm das Zuckerrohr, was die Farm dann abbauen wird, in unsere Basis irgendwie einfügen. Also gucken wir mal, wie diese Farm da draußen aussieht. Wow, ja, sehr schön. Das ist doch hübsch, das ist doch schön. Der ist hier voll mit Sugar Canes und konnte die bis jetzt nicht exportieren, weil wir keinen Export festgelegt haben. Deshalb gehen wir über die gleiche Lane wie auch hier und machen dann eine andere Farbe. Ich weiß nur noch nicht welche. Moment, was ist das denn jetzt? Hä? Ich muss doch hier irgendwie... Warum geht denn das nicht? Ah, jetzt geht's, okay. Also ich muss mir eine andere Farbe aussuchen, damit der das nicht irgendwohin exportiert, wo wir das nicht haben wollen. Wir sagen erst einmal Always Active und dann gehen wir von mir aus auf Blau. Blau hatten wir noch gar nicht. Und dann können wir hier einfach in unsere Line rangehen. Das wird sich nach drinnen verbinden. Und dann müssen wir nur noch von dort abzweigen und eine blaue Verbindung an den Cyclic Assembler machen. Und das ist hier, glaube ich, schon alles ein geschlossenes System. Nee, ist es leider nicht. Das wird nämlich durch diese Chest hier gefiltert. Okay. Das heißt also, ich muss... Okay, das ist braun und hier drüben ist nämlich nur der grüne Input. Okay, das bedeutet aber, ich kann die hier miteinander verbinden und der wird die Chest nicht ignorieren, bin ich der Meinung. Wir werden das miteinander verbinden. Ich hoffe, das funktioniert so.
ich könnte mir gut vorstellen, dass das so funktioniert. Und jetzt sagen wir bei dem, wir wollen den Input auf blau machen. So. Und jetzt müsste der hier eigentlich... Genau, da wird er mit Sugarcanes gefüllt. Er erstellt den Zucker schneller, als man gucken kann. Und der landet im Vat und der erzeugt Nutrient Distillation. Und ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich alles zusammen, um endlich das zu bauen, worum es mir die ganze Zeit geht. Nämlich ein Inventory Panel. So. Ein Inventory Panel, Remote Access and Crafting. So, das müssen wir bauen. Und das ist praktisch unser ME-Terminal. Und damit können wir auf alle Chests zugreifen, die mit Item Conduits verbunden sind. Allerdings nur dann, wenn in dem Item Conduit ein Remote Awareness Upgrade verbaut ist. Das heißt, wir werden die Chests hier mit Item Conduits verbinden. Und dann kommen Remote Awareness Upgrades rein in jedes einzelne Item Conduit zu jeder Chest. Und dann kann man per Fernzugriff darauf zugreifen. Genau. Okay, also gucken wir mal, ob wir das jetzt noch hinbekommen. In der möglicherweise letzten Aufnahme von Quintec. Remote Awareness Upgrades. Oh, da brauchen wir auch Ender Pearls. Okay, Eye of Ender brauchen wir dafür. Wir brauchen auch Blaze Powder. Wir brauchen einen Enderman Head. Okay. Und eine Soul Vial von einer Witch. Okay, wir müssen also eine Hexe finden. Fused Quartz, Solarium, okay, Pulsating Crystal ist auch nicht so schlimm, das ist nicht dramatisch. Okay, also, fangen wir erstmal an hier, irgendwo müsste Cobblestone sein, damit wir noch ein bisschen Silicon bekommen. Ein bisschen Silicon haben wir ja noch, das ist immer eine schöne Sache und dann geben wir uns einfach noch mehr Silicon, denn wir müssen viele Remote Awareness Upgrades bauen. Die sind relativ wichtig. Was wir außerdem brauchen, ist einiges an Pulsating Iron Nugget und davon haben wir jetzt... Wie es aussieht, gar nichts mehr. Müssen wir noch ein paar Enderpearls holen. Von mir aus 6, keine Ahnung. Das sollte eigentlich genügen. 6 Stück. Machen wir da rein und... Und da rein. Mist, jetzt habe ich wirklich ein zu wenig gemacht. So, da werden jetzt die Pulsating Iron Ingots hergestellt. Und da drüben bekommen wir jetzt Sand. Genau, und den Sand können wir dann nochmal durch den Pulverizer schicken, um Silicon zu bekommen. Dann haben wir... das erstmal erledigt und das Remote Awareness Upgrade Conduit Binder haben wir bestimmt noch. Electrical Steel müssen wir auf jeden Fall auch herstellen. Auch Silicon, Coal Powder und Iron. Okay. Das war das Remote Awareness Upgrade. Und das Sentient Ender. Ach, da brauche ich ja sogar noch einen Soul Binder. Ja, okay, wir sollten eins nach dem anderen machen. Eins nach dem anderen. Wir brauchen auch noch mehr Dark Steel. Also noch mehr Pulverized Coal. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Coal Powder brauchen. Finde ich immer ein bisschen merkwürdig, warum das jetzt immer wichtig ist. Das ist irgendwie ein ganz großer Teil von Ender.io, dass wir ständig Coal Powder brauchen. Das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Raw Pork Chop. Ich dachte schon, das ist Raw Beef. Dann hätte man nämlich hier noch mehr Beef gehabt für das Nutrient Distillation. So, hier unsere Farm ist wieder gewachsen. Das ist eine feine Sache. Da können wir also immer wieder mal durchgehen und das ganze Wheat einsammeln und das dann in unseren Breeder packen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass wir die Automatisierung der Wheat Farm nicht brauchen. Ich glaube, die benötigen wir nicht. Warum baut denn der das? Ach, der hat keine Hoe mehr. Okay, dann bekommst du jetzt eine. So. Okay, der hat das jetzt alles abgebaut und das hat er jetzt hier als den Input gesetzt und nicht als den Output. Na gut, als Output kann ich es selber nicht setzen. Naja, schön. Da muss ich das halt selber nach drin geben, weil der war schon zu voll. Wenn so eine Maschine zu voll ist, dann gehen die Sachen nicht mehr nur in den Output, sondern auch in den Input. Und in den Output selber stecken kann ich es nicht, deshalb muss ich das hier manuell machen. Aber das ist auch kein Problem. Der Cyclic Assembler hat recht viel Platz. Plopp. Wir sehen, da ist hier jetzt schon voll mit Zucker und das Vat ist auch voll mit Zucker und auch voll mit Beef und unsere Chest hier ist auch voll mit Beef. Also das sind jetzt so eine Sachen, wir müssen uns jetzt keine großen Gedanken darüber machen, dass das nicht voll automatisiert ist. Das ist tatsächlich nicht wirklich nötig. So, da machen wir jetzt mal noch Silicon. Ich glaube, das
Ja, ich glaube, wir stellen da jetzt mehr her, als wir brauchen, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Wir brauchen auf jeden Fall noch Diamanten und irgendwo haben wir ein Dense Diamond Ore. Dense Nether Diamond Ore. Wie kann ich denn das verarbeiten? Das machen wir am besten im Pulverizer. Okay. Und nochmal Nether Diamond Ore. Das tun wir in dem Pulverizer. Nee, bekommen wir Diamond Dust. Das finden wir aber doof. In der Sagmill habe ich aber nicht. Smelting bekomme ich nicht genug raus. Den Diamond Dust konnte ich aber in die Enrichment Factory tun, nicht wahr? In die Enrichment Chamber, ja genau. Okay, also kommen die Diamanten auch nochmal da rein. Was haben wir jetzt hier? 24 Remote Awareness Upgrades, da braucht 3. Also möglicherweise brauche ich mehr als 8 Remote Awareness Upgrades. Also ich brauche einen für jede Chest. Ich brauche 1, 2, 3, 4. 4? Warum brauche ich denn so wenig? Okay, also so viele Chests haben wir noch gar nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal raus, was wir hier haben. Das sollte genügen. Und dann kommt da mal das Dense Nether Diamond Ore rein, was sehr lange dauert. Donnerwetter. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, aber es ist eigentlich nachvollziehbar. Das ist etwas, das ist jetzt wertvoll. Da können wir ruhig den restlichen Sand noch durchschicken, weil das so schnell geht. Das ist etwas Wertvolles. Und dementsprechend dauert es halt auch länger. Das finde ich eigentlich immer eine sehr coole Sache, dass billige Sachen, die jetzt nicht besonders wertvoll sind, dass die schnell gehen und die wertvollen Sachen ein bisschen länger dauern. Das hat einfach damit zu tun, dass der in längerer Zeit mehr Strom verbraucht. Dementsprechend braucht es tatsächlich länger, um Strom zu bekommen. Strom auszugeben, ja genau. Ist eigentlich eine sehr schöne Sache. So, da haben wir jetzt schon 20 Diamanten aus einem einzigen Dense Nether Diamond Ore. Denn mein Dense Nether Diamond Ore ist auch selten genug, aber wir hatten wohl in dem Bezug einfach mal Glück. Die Enrichment Chamber wird das machen und das landet dann in der Basic Smelting Factory, wo wir natürlich gar nichts mit anfangen können. Was passiert schon, wenn man einen Diamanten in den Ofen tut? Ich verrate es euch jetzt mal gar nichts, aber es geht doch gar nicht in den Ofen, es bleibt da drin. Okay, also wie sieht es denn hier aus? Der ist fertig. Wir brauchen Electrical Steel, da brauchen wir Obsidian. Nee, da brauchen wir Coal Powder, okay. Obsidian brauchen wir dann noch für ein anderes Ingot. Wir brauchen, wo ist denn meine Kohle und wo ist mein Obsidian? Da ist mein Obsidian und da ist Kohle. Okay, wie wäre es, wenn wir jetzt einfach mal einen halben Stack Kohle in den Pulverizer geben? Und dann können wir jetzt von mir aus noch das Dark Steel herstellen. Ach, das war auch Pulverized Coal. Okay, also um Pulverized Coal komme ich nicht drum herum. Das ist halt nur einmal mit Silicon und einmal mit Obsidian. Komme ich jetzt nicht drum herum, was soll's. Ja, von mir aus. Wir nehmen einfach die Hälfte von der Kohle, die da übrig bleibt. 21, 8. Keine Ahnung. 21, 8 sind 30. Würden wir eigentlich ganz gerne 15 nehmen. 18 und 11 sind 29. Na gut, von mir aus 14. Ist es egal, wir nehmen jetzt hier 14 raus, wenn er soweit ist. Und dann stellen wir ein bisschen von unserem Alloy her, welches auch immer wir jetzt bekommen durch das, was wir da reingetan haben. Das weiß ich nämlich auch nicht. Das ist jetzt, glaube ich, Electrical Steel. Jawohl. Und das Dark Steel kommt dann später. Pulsating Crystals. Da können wir uns schon mal die Diamanten schnappen. Ihr seht, jetzt geht es hier schnell mit dem Craften. Denn es ist auch eigentlich alles nicht so kompliziert. Wir brauchen halt nur ein paar besondere Zutaten. Ich hätte jetzt einfach nur ganz gerne dieses System noch fertig gebaut und dann war es das mit Quintec, einfach aus technischen Begebenheiten, technischen Schwierigkeiten. Gefällt mir auch nicht, aber so ist es leider. Okay, Dark Steel Fluid Tank. Brauchen wir nur Glass und Iron. Haben wir sogar genug, wenn wir noch ein bisschen Iron finden. Aber ich glaube fast, dass wir nicht genug Iron finden. Wir schnappen uns mal einfach was davon. Das sollte eigentlich genügen. Wir haben so viel Electrical Steel werden wir dann doch nicht brauchen, würde ich fast behaupten. So, da ist unser Fluid Tank. Okay. Remote Awareness Upgrade. Wir brauchen auf jeden Fall Blaze Powder. Haben wir denn sowas? Ich glaube nämlich, dass wir sowas nicht haben. Aber das wäre auch nicht schlimm, denn wir haben Glowstone und wir haben Redstone. Und das bedeutet, wir können uns das herstellen. Aber ich glaube nicht mit den Maschinen, die wir jetzt haben. Oder? Nee. Mit den Maschinen, die wir jetzt haben, können wir das nicht machen. Wir brauchen ein Magma Crucible und ein Dingens. Ah, Mann. Glowstone. Kann ich das nicht in der Smeltery herstellen? Ich glaube nicht.
Energized Glowstone, aber 2500 Grad. Also da brauche ich auch wieder Pyrothium Dust. Das funktioniert so leider nicht. Energetic Alloy kann ich damit herstellen, aber da bekomme ich auch kein Blaze Powder raus. Enlightened Fused Quartz, was ist das denn? Lumium Ingot. Naja, brauchen wir auch nicht. Botanical Brewery. Shapeless Orb Crafting, was ist das denn? Ach, das ist. Ja, genau, das will ich. In dem Fluid Transposer. Aber dafür brauche ich noch ein Magma Crucible. Also, das sind Maschinen, die wir jetzt erstmal noch bauen müssen. Wir müssen ziemlich viele Maschinen bauen, wa?